So, wir schmeißen einfach mal einen Stapel Stein weg. Hallo? Ach, falsche Tastenkombination. Klar, ich zieh meinen Stein, ich zieh den Stein der Spitzhacke vor, warum auch nicht. Ich habe ja sonst nichts zu tun. So. Da ist ein Creeper wieder. Ich geh schon schlau, die Viecher. Wow. Ganz ruhig, Creeper. Ganz ruhig. Okay. Ich versuche jetzt irgendwie da runterzukommen. Ich weiß bloß noch nicht genau wie. Aber ich finde schon einen Weg. Machen wir es einfach mal so. So, sehr schön. Guck mal, das da war. Und gefällt dir das? So. Ich hoffe echt, dass mich hier nichts runterflackt. Das wäre nicht so schön. Ich habe gehört, das soll gar nicht so gesund sein. Creeper! Oh mein Gott. Was ist das denn? Hunger! Lasst mich bloß in Ruhe. Was sehen meine müden Augen denn da? Wäre ich doch glatt vorbeigelaufen jetzt. Stirb, 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 stirb. Was war das jetzt eigentlich? War das ein... Achso, das war ein Akt, okay. Was haben wir hier noch? Eine Wand voll Kies. A wall of gravel. A wall of good gravel. Schon wieder ein Zombie. Auch hier waren wir schon. Hier sieht es noch leicht unbekannt aus. Wo führt der Weg nach da droben? Vielleicht in die Garderoben? Oh mein Gott, die Witze. Lass mich vorbei. Dankeschön. Was haben wir denn hier? Nichts weiter. Hier geht's steil bergab. Genauso wie mein Leben. Oh mein Gott, den Stern habe ich gar nicht gesehen. Hallo, ist hier jemand da? Vielleicht ein freundlicher Creeper? Oder ein zutraulicher Zombie? Oder auch keins von beiden. Angenehm, nicht ihre Bekanntschaft zu machen.
Ja, 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 schon klar. Stimme. Okay. Hier geht's hoch. Die waren wir sogar noch nicht. Hier hätte man sogar eine Pilze machen können mit dem Pilz. Und den anderen Pilzen, aber da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Okay. Wir machen uns mal ganz kurz neue Fackeln. So, da haben wir es auch schon. Denn die Höhle ist doch recht groß und ich glaube, wir werden so schnell ja auch nicht wieder rausfinden, wie ich meinen Können kenne. Haut aber hin. Was haben wir denn hier? Doch so viel. Mensch, ich bin ja richtig begeistert von dieser Höhle. Ich habe zwar schon bessere Wege gesehen, aber es hat funktioniert und ich mache euch hier mal Licht, damit ihr auch was seht. Ja, es bringt mich nach unten. Bin begeistert. Bin ich genau da, wo ich nicht hin wollte. Genau, ich bin genau da, wo ich nicht hin wollte. Aber okay. Nichtsdestotrotz, wir gehen wieder nach oben. Und versuchen einen anderen Weg. Den es von hier aus aber glaube ich gar nicht gibt. Ja, also von hier kommen wir nicht nach oben. Es wäre schön, aber es ist nicht so. So. Wir hangeln uns mal am Rand der 5000 Meter tiefen Schlucht entlang. Ohne sicheren Halt springen wir hier von Block zu Block. Hab gehört, das soll sehr sicher sein. Auch das Beste, was man machen kann. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich in diese Schlucht reingekommen bin. Ich weiß auch gar nicht, wie ich rausfinde. Es ist einfach nur gerade... Eventuell finden wir ja wieder raus. So ungefähr fühle ich mich gerade. Huch, achso. Da war noch was übrig. Schön ist es in der Wand zu sein. Kompliment. Axt, Hacke, Spitzhacke, Pickaxe. Oh. Wir sind... Sind wir in der Wasser? Wollte schon sagen, ich hoffe nicht. Wo sind wir? Wo genau bin ich? Hier gelandet. Ich habe echt keine Ahnung. Es soll mich aber nicht stören. Denn mein Name ist Sören. Oder aber auch ganz einfach, ich habe hier hoffentlich gleich ein paar Kühe in der Nähe. Dann soll mich das wirklich nicht stören. Dann hast du mich in einen großen Rucksack. Und dann haben wir doppelt so viel Rucksack. Und dann können wir auch ordentlich sammeln gehen hier. Und auch uns auch einen Kompass craften. Aua. Aua. Alter, das hier los, ey.
5 Trilliarden Schweine und Schafe, aber keine einzigste Kuh. Auch da nur Schafe. Aber ich keine Ahnung, wo ich bin, aber okay. Es ist okay für mich. Hallo, Zivilisation. Menschen. Oh, eine Pyramide. Wir gehen einfach vorbei an den freundlich aussehenden Creepern. An den freundlich aussehenden Skeletten. Aber sie helfen uns sogar vorwärts. An den ganzen freundlich aussehenden Kreaturen. Und laufen straight auf die Pyramide zu. Vorbei an dem freundlichen Zombie. Der beachtet mich gar nicht weiter. Aber bin ich so weit weg, dass ich echt eine Pyramide schon finde? Oder habe ich die schon einmal geplündert? Das werden wir gleich herausfinden. Die sieht stark geplündert aus von mir. Ich sehe da hinten noch was. Ein Dorf. Ist es ein neues oder ein altes? Ach, warte mal, bin ich... Ach, ich bin hier gelandet, alles klar. Wir sind, das ist das Dorf, zu dem wir den Tunnel bauen wollten. Alles klärchen. Klärchen. Okay. Ja, dann... gehe ich einfach mal weiter. Obwohl, theoretisch können wir... Wir bringen erstmal alles zurück. Craft uns in Ruhe einen Rucksack und dann kommen wir noch mal, gehen wir mal los. Das ist, glaube ich, das Intelligenteste so. Ich muss mal ganz kurz was... Optionen, Grafikeinstellungen... Vollbild, so war da. Ja, das sieht schon viel besser aus. So. Dann gehen wir mal los und... Oh, es ist wirklich so verdammt warm, ey. Ich habe das Fenster voll offen. Es ist nachts um eins. Es kann nicht sein, dass es so warm ist. Aber es ist so warm. So warm, so warm. Mir ist richtig... heiß ums Herz. Ein Scherz, ein Scherz. So warm, so warm. Dam, dam. Ah, überall Schweine. Wow, was ist denn hier passiert? Haben die Endermänner aber gewütet. Da habe ich gerade einen Krampf im Bein bekommen während der Aufnahme. Das macht sich immer besonders gut. Erzählt man sich. Ach, siehst du jetzt immer hier. An unserer Holzfällerhütte, an unserer Berghütte. Nee, nicht Holzfällerhütte, an unserer Berghütte angelangt. Da kann ich theoretisch mit der Berghüttenbahn fahren. Dann bin ich schneller da, wo ich hin möchte. Der Spawner ist wieder hier, alles klar. Hab ich denn noch was drin? Nö, okay. Hier hab ich abgegrenzt, damit kein Zombie aus der Höhle mich überrascht.
Und hier leg ich einfach mal die Eisenschaufel rein. Und wir... Oh, es ist laut, ey. Ich sitze auch gar nicht irgendwie falsch drin in dem Ding oder so. Nein. Laut. Nein, ich will raus. Achso. So. Haben wir denn hier noch alle? Diamantstiefel haben wir noch drin. Diamantbeinschutz. Hardcore-Bogen haben wir hier noch drin. Diamanthelm. Ach so, hier ist das ganze Zeug drin. Hier ist das ganze Zeug drin, was ich gesucht habe. Eisenbeinschutz, Diamantschaufel haben wir hier. Was haben wir noch hier so witziges? Gold, Bogen, ist alles okay. Trichter, mein super mega Hardcore Bogen. Nehme ich auch gleich mal mit. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier sind noch 5 Tonnen Stein drin. Hier ist gar nichts mehr drin. Okay, dann gehen wir nach oben. Jo. Oh, Tageslicht. So. Enable to locate, keine Ahnung, was wir... Habe ich noch eine andere Mod runtergeladen? Ich glaube nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. So, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt noch ein bisschen Erz. Wir haben Gold. Wir haben Lapis Lazuli. Wir haben Smaragderz. Wir haben Diamanterz. Ah, ne, Diamanten kommen glaube ich unten rein. Ne, hier kommt Kohle rein. Kohle. Dann kommen die Diamanten hier rein. Wir haben die Diamanterz, genau. Dann kommt hier noch das rein und dann kommt hier noch das rein und ja, okay. Ja, okay, das war's. Dann oh, was ist denn das jetzt? So, genau. Ich würde vielleicht doch nicht das Fenster offen lassen, aber ich muss einfach, ich erstick's uns hier drin im Zimmer. Sei ruhig. Erstick's uns hier drin im Zimmer, gemischt, dass wir uns einfach auflassen. Achso, das ist das. Ein Grafikbackbett ist auch dabei. So. Ich freue mich schon darauf, jetzt gleich mal den Inventory Tricks wieder zu nutzen, wenn ich denn das doch werde ich verballern, weil dann mach ich den Hof mit. Wenn ich einmal so viel Zeug dabei habe. Also die Grasstruktur ist aber auch echt geil gemacht, sehe ich mal. Vom Nahen sieht schon cool aus. Okay, dann gehen wir mal hoch. Dann gehen wir mal hoch. Wir gehen mal hoch zum Rüber und machen dann Dingens. So.
Schabups und gibt. Und dann passen wir das hier alles an, machen. Fügen den Stein in das Gesamtbild ein, sozusagen, ist es dann ein multikultureller Stein, weil er sich der Umgebung anpasst und alles in sich aufnimmt. Oh mein Gott. Apropos multikulturell. Was für eine Überleitung. Ich muss ja sagen, also es ist ja jetzt, der Montag ist die WM zu Ende gegangen. Es ist jetzt der Mittwoch, also mittlerweile ist es Donnerstag, weil es um 1 Uhr nachts ist. Aber ganz ehrlich, die sind ja hier eingereist, die Leute, gell? Und haben aus Spaß einen Tanz gemacht, die Damen und Herren. Des Fußballvereins, eigentlich ja nur die Herren, aber egal.